Die Turn- und Taxis-Schlossfestspiele in Regensburg sind von Jahr zu Jahr ein absolutes Highlight und das nicht nur für Fürstin Gloria. Über mehrere Tage wird ein buntes Programm geboten, das jede Menge Besucher anlockt. Unter den Gästen tummelt sich natürlich auch die Familie rund um die Schlossherrin von St. Emmeram. Und wen sehen wir denn hier? In den vorderen Reihen fällt unser Blick auf Carlotta Hipp. Die 15-Jährige ist die Tochter von Unternehmer Stefan Hipp und Maja von Schönburg-Lauchau, der verstorbenen Schwester von Fürstin Gloria. Zwischen ihren Cousins Valentin und Maximus lacht Carlotta für die Fotografen und scheint voller Vorfreude auf die Festspiele zu sein. Im Vorfeld findet sich natürlich noch Zeit für ein kleines Familienfoto mit ihren Cousins und Tante Gloria. Dabei fällt auf, dass die 15-Jährige mittlerweile schon ziemlich groß geworden ist. Wie heißt es so schön? Aus Kindern werden Leute. Der starke Familienzusammenhalt dürfte für den Teenager in den letzten Monaten eine wichtige Rolle gespielt haben. Anfang des Jahres verliert Carlotta ihre Mutter. Gräfin Maja erliegt mit nur 60 Jahren ihrem Krebsleiden. Ein schwerer Verlust für die gesamte Familie, doch für Carlotta und ihre drei älteren Geschwister wohl der größte. Auch wenn schwere Zeiten hinter der Familie liegen, blickt sie nach vorne. Schön, sie hier alle wieder lachen zu sehen.